Annika! Grüß Gott und herzlich willkommen zu meiner Sendung Kochen wie Details. Frühlingsrollen stammen aus China und sind sehr beliebt in Thailand. Heute zeige ich Ihnen, wie man vegetarische Frühlingsrollen zubereitet. Wir fangen mit dem Mu'er-Pilz an. Der Mu'er-Pilz ist sehr gesund. Er unterstützt den Körper zum Beispiel beim Regulieren des Immunsystems. Dieser Pilz beugt gegen Herzinfarkt und Schlaganfall. Zusätzlich reduziert er die Blutfettwerte. Vor dem Kochen sollten die Pilze 15 Minuten in heißem Wasser eingeweicht werden. Dann schneiden Sie die Pilze in Streifen. Glasnudeln 10 Minuten im Wasser einweichen lassen. Nachher mit einer Schere zerkleinern. Karotten schälen und fein raspeln. Um den sogenannten Allicinstoff vom Knoblauch zu bekommen, klopfen und hacken wir die Knoblauchzehen 10 Minuten vor dem Kochen. Chinakohl in Streifen schneiden. Rotkohl in feine Streifen schneiden. Champignons putzen und in feine Würfel schneiden. Die Füllung Zubereitung. Pflanzliches Öl in einer Pfanne erhitzen. Den Knoblauch hinzufügen und anbraten, bis er schön dürftet. Die Champignons dazugeben. Wenn die Champignons gar sind, dann die Mu'er-Pilze hineingeben. Dunkle Sojasauce, Zucker, die Glasnudeln, die Karotten, den Chinakohl und den Rotkohl hinzufügen. Bei mittlerer Hitze gründlich rühren. Golden Mountain Sojasauce. Healthy Boy Sojasauce. Gut rühren, bis die Füllung etwas trocken ist, dann die Hitze abschalten. Die Füllung sollte etwas abkühlen, damit die Feuchtigkeit in der Füllung die Teigblätter nicht aufweichen kann und dadurch bricht. Frühlingsrollenblätter sollte aufgetaut werden. Am besten lassen Sie die Verpackung am Vorabend im Kühlschrank. Vor dem Rollen die Teigblätter vorsichtig trennen. Wenn Sie Anfänger sind, sollten Sie die Füllung in kleineren Schalen portionieren, damit die Frühlingsrollen gleichmäßig sind. Das Teigblatt mit einer Ecke zu sich selbst auf ein Brett legen. Die Füllung in der Mitte platzieren. Die untere Ecke nach oben umschlagen, andrücken und 2 cm nach vorne rollen. Jetzt die zeilischen Teigränder einschlagen und den Teig ganz zusammenrollen.
anschließend den Rahmen mit Wasser bestreichen und verschließen. Bevor Sie eine neue Frühlingsrolle machen, messen Sie immer die Länge von der ersten. Jetzt haben Sie 20 Frühlingsrollen, die gleichmäßig sind. Die Frühlingsrollen in heißem Öl bei mittlerer Hitze frittieren, bis sie goldbraun sind. Und fertig. Vielen Dank für das Zuschauen. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.